willkommen hier auf der NerdCon beim Nerdquiz. Ich habe meine absolute Boshaftigkeit walten lassen und 6 schöne Kategorien mir ausgedacht mit entsprechend jeweils 5 Fragen. Ihr kennt das ähnlich von Jeopardy zur Erklärung einmal. Es gibt halt 100, 200, 300, 500 und die 800-Punkte-Frage. Ich sag mal so, die 100-Punkte-Frage, jeder, der die Überschrift verstanden hat, sollte die beantworten können. Ja, also die Überschrift kommt in dem. Die 800-Frage ist schon so extrem special interest. Ja, das ist schon, na, so 200 ist auch noch ziemlich easy, so auf 300, 500 zieht es entsprechend an. Und die 800 ist wirklich bockenschwer. So, wir haben folgende 6 Kategorien. Wir haben Roleplay Rumble, es geht halt um Rollenspielsysteme, um Rollenspielhintergrund, alles was mit Pen Paper zu tun hat. Wir haben Future Flash, alles was irgendwie in Science-Fiction-Kategorien gehört. Wir haben Hobbyhype, alles was um andere irgendwelche nerdigen Hobbys gehen könnte, die halt jetzt nicht spezifisch Pen Paper Rollenspiel. Comic Craze, alles was irgendwie mit Cartoons, Comics, Anime, irgendwas in der Richtung zu tun hat. Retro Game Royale, alte Computer- und Konsolenspiele, heute klar das Retro Game. Und Nerdpool Nerds sind Fragen, die sich rund um den Nerdpool drehen. Ja, dann bin ich raus. Das sind die Sachen, wo es dann die Elektroschocks gibt, wenn die verkehrt sind. So, wir haben 3 Teams, die ich dann auch entsprechend nach vorne wünsche. Und zwar einmal haben wir Kako und Red Jackson als Team Blau wie das Meer. Nein, das tut das so. Ihr dürft einmal entsprechende Initiative für euch würfeln. Was? Tier wird die Ehre. Ja, du würfelst besser als ich im Zweifel. Ja, du willst? Eine 17. Jetzt geht ich darum, wer quasi die Wahl der ersten Kategorien der Frage hat. Und ihr bekommt jeder einen Publikumsjoker. Das ist euer Publikumsjoker. Oh Gott. Einmal das Publikum Frage. Wenn ihr absolut keine Ahnung habt, ihr könnt euch natürlich gegenseitig beraten. Ihr könnt auch alternativ jemanden anrufen, wenn ihr möchtet, damit. Ja? Ja, also, Mama, ja? Wie heißt denn DSA, der Gott, der was? Dann das zweite Team, was wir haben. Bio-Ing und Gurke als Team Bio-Gurke. Ja? Bleibt ruhig vorne. Oder alternativ könnt ihr euch hier nebeneinander auch, können wir 6 Studien machen, dann können wir es auch so machen, weil wir filmen ja nicht so. Passt das auch? So, wir ermöglichen euch Initiative. Das ist doch ein Film. Oh, Natural 20! Ist der 300er Frage geschenkt? Bier? Und auch ihr kriegt entsprechend einen Publikumsdrucker. Ja, ich bitte an Natural 20 nicht 2, oder? Nein! Ich bitte das Publikum ansonsten bitte nicht reinzurufen, Lösungen oder so. Wir können, wenn ich sage, keiner weiß es oder so, ich frage nochmal jemand sonst weiß, dann können wir da nochmal was zu fragen. Biogurke oder Biergurke? Biogurke! Biogurke! Mischka ist schon voll in der Runde, Bier! Nein, du bringst die Punkte rein, die was du würfelt hast. Schreib da gleich, das ist gleich für Gin Tonic. Ich finde auch. Und das dritte Team ist Evil Moon, die als Team Evil Moon. Gewinnerin sitzt auch hier, ne? Okay. Das ist die letzte Nerdquiz. Also,
Falsch. Was darf es sein? Wir kaufen mal Hobby-Hype für 200. Oh. Okay, Hobby-Hype für 200. Das fährst du entsprechend ein. Ja. Hobby-Hype in Grau, dass die bereits entdeckt ist. Okay. Wie gesagt, die 100er-Zahlen sind also relativ simpel. Wie viele Standardfarben gibt es in Magic the Gathering ohne farblose und Artefakte? Ich habe keine Ahnung. 5 ist die feine Antwort? Ist nicht beraten? Bist du sicher? Ja. Dann loggen wir es ein. 5 ist richtig. Hey! Wir gehen direkt weiter. Wir, also nicht ihr macht direkt weiter, sondern wir gehen einfach mal um. Das hätten wir halt gemacht. Das wäre Wassergast hätten oder sowas haben wir nicht. Das heißt, das nächste Team, genau, ihr geht quasi rotiert so rum. Das wird gut dauern. So, das nächste Team, was wir haben, ist dann entsprechend, ne? Team Blau wie das Meer. Was darf denn für euch sein? Fangen wir mal kleiner. Eigentlich nicht. Also wie gesagt, die 100 Zahlen sind ziemlich blöd. Nehmen wir mal erstmal Hobby-Hype für 100. Hobby-Hype für 100. Okay, Hobby-Hype für 100. Wie nennt man das Hobby, das sich mit aufwendigen Kostümen als Anime, Film oder Charaktere? Wie gesagt, die sind einfach. Ja, das ist das Licht auf der Zugabe. Ich wollte deine Antwort in Leitung. Cosplay. Cosplay, natürlich. Oh. Oh. Das hast du auch so. Ja, genau. Die 800er sind wirklich bockig schwer. Die 500er sind schwer. Die 800er sind keine Ahnung. 100 und 200 sind wirklich zu easy. Nächster Game Boy 100. Klein Rosa kopiert die Fähigkeit seiner Feinde und ist unglaublich gefräßig. Wie heißt dieser Nintendo-Charakter? Kirby, natürlich! Oder 100! Sehr gut. Sind wir schon wieder? Ja, wie gesagt, die ersten beiden. Danach ist es krass. Nochmal Roleplay. Ja. Okay, Roleplay Royal 100. Das sind die sicheren Punkte, die holt man. Sagt das nicht so. Wie heißt das bekannteste deutschsprachige Rollenspiel? Okay. Das Schwarze Auge? Ja. Das Schwarze Auge. Jawohl. Ja. Das ist natürlich die Sache, wenn man sich natürlich die kleinen Fragen am Anfang holt oder so und andere hauen dann schon größer rein, dann ist natürlich entsprechend größeren Vorsprung dabei. Ne? Oder okay, nächstes Team. Ich soll mir was ausdrücken. Was darfst du sagen? Dann würde ich sagen, nehmen wir Roleplay 200. Okay, Roleplay, wir sind da ganz vorsichtig, ich merke sie schon. Weil wir wissen noch nicht, was kommt bei 3 und was kommt bei 5. Ja, genau. Ich kenne dich halt einfach. Okay, Roleplay sind für 200. Welche Zahl liegt auf einem normalen W20 gegenüber von der 16? Nicht sortiert, nicht Lebenspunktzähler, ein ganz gewöhnlicher Standard für unser EDA W20. 5. 16, 5. Auf Antwort ist 5. Weil du es richtig. Ja. Genau. Sehr gut. Ich habe schon gut dazu. Aber es war schon schwer, ne? Du musst doch schon ein bisschen nachdenken. Nerd von Nerds für 100. Wenn jetzt was falsch ist, ja. Ja. Liebe Moni, welche Farben haben die Admin-Namen auf dem Nerdpool-Discord? Das ist die 100er-Frage? Klar! Ich sag, es gibt die Quiz und so. Rechts auf der Seite sind ja alle User und so und auch die Admins und so, die haben unterschiedliche Farben. Auch wenn wir schreiben oder so, sieht man das dann mit der Farbe entsprechend. Evil ist nie im Discord. Ja, das ist auch so weit Discord bei uns. Das sagt man nicht mehr aus wegen. So achten Sie also auf uns. Die sind vollkommen egal. Ja, die machen das schon. Die organisieren das aber. Die Namen. Okay, dein Antwort ist Sida. Ja. Dein Antwort ist 50% korrekt. Ich weiß nicht. möchtet ihr die noch ergänzen? Also, Lila ist nicht verkehrt. Das Problem ist, die anderen haben Zeitrasen. Oh, 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 oh.
Ich bin lila, die anderen haben andere Farbe. Ihr könnt gerne noch ergänzen. Weiß nicht, keine Ahnung. Noch Nico als Schreiben sehen? Hey, ja, ja, ja. Der schreibt so selten. Oder Nino oder. Okay. Ansonsten glauben wir einen natürlich 50. Okay, es wird am Ende der Tiebreaker sein. Also 50 Punkte für die Lila und Blau. Blau natürlich. Blau, weil Blau die generelle Atmenfarbe ist und generell auch, ne? Und Blau. Diese Kette enttäuscht. Ich nie wieder gesehen. Ja. Also ein halbes Yay, ein halbes Das darf sein. Komm, wir nehmen mal die 300 Euro hoch, wenn du noch okay, Rollbearer für 300. In der Welt von Shadowrun ist dieser AAA Megacon der größte und wird geführt von einem Drachen und hat einen Sitz in Essen. Ja! Nur noch der zweitgrößte. Schnauze! Lieber Mark Klugscheiße! Seda kommt ist die okay, Future Flash für 100, es geht um Science Fiction. In welcher Science Fiction Serie fliegen die letzten Raumschiffe der Menschen vor den Zylonen? Das war vor Ratchet Zeit. Es gibt ein Reboot. Das war vermutlich auch vor Ratchet Zeit. Das, ich hab die Serie nie gesehen. Wenn es falsch ist, ich würde sagen, Battlestar Galactica. Ja. Jawohl! Sehr gut. Dann war doch mal gerade so gerettet. Weiß nicht, irgendwie Star Wars oder sowas. Mensch, das ist lieber ein Antrider-Gesicht. Ich weiß, was Zylonen sind, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, wie das Serie ist. Was darf sein für euch? Retro Game Royale mit den Namen, das okay, Retro Game Royale für 300. Sagen wir, Bruder, war in Mega Man 1 auf dem NES gibt es folgende Robot Master als Bosse: Cutman, Gutsman, Iceman, Elecman, Bombman und. Oh Gott. Du bist mal ein ja, ich kann die Vorlesung hier haben. Also, folgende Bosse: Es gibt sechs Robot Master Bosse: Es gibt Cutman, Gutsman, Iceman, Elecman, Bombman und. Wer fehlt noch? Das kann ich mal. Man sieht einmal die Bosse entsprechend, wo man die Waffen von bekommt. Okay. Und normalerweise sind es meistens 8 Stück, im ersten sind es nur 6. Okay. 5 davon wurden genannt. Und hier ist der letzte, den es dann noch gibt, der auch zur Auswahl steht. Ihr könnt raten oder ihr könnt ansonsten mal so fragen, so, hat jemand eine Ahnung und dann eventuell Publikumsdruck an uns. Sieht ja alles aus, wenn du das weißt. Nee. Gibt es entsprechende. Oh, Minuspunkte. Ja, 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 ja. Das ist unlustig. Oh Gott, er schafft ihn doch noch. Hat irgendein Projekt das gerade gespielt? Alles vor meiner Zeit. Ja. Das ist ja das Ding. Das scheint mir so ein Standard aus. Vielleicht kann man auch anhand der anderen. Dann würde ich mal diesen Klinkungsdruck benutzen für den netten Herrn da vorne. Okay. Ist es Flameman oder Fireman? Was nimmt ihr? Ja, Flameman. Nimm mal Flameman. Es ist Fireman, aber ich lasse euch stehen. Es ist okay. Es ist Fireman. Neben Elecman und Iceman. Craze für 100, die Einstiegsfrage. Eigentlich alle Schlümpfe haben weiße Mützen. Außer Papa schon, welche Farbe hat seine Mütze? Rot. Richtig!
Anime. Oh, mit einer Biene in der Hauptrolle, hatte damals ein Intro gesungen von Karel. Das ist deine Zeit. Wie ist diese Biene, der meinte? Der Name ist wohl bekannt, hab ich gehört. Das bekannte Zitat, nicht mein Rufen. Luke, ich bin dein Vater. Sagt das wer ja so gar nicht. Sondern was sagt er stattdessen in dieser Frage? Ja, jeder zitiert das immer mit Luke, ich bin dein Vater. Aber das Zitat ist nicht. Es ist immer anders. Was ist immer falsch? Dann haben wir uns ja so wahrscheinlich Vater. Was? Also ich bin dein Vater. Nee, davor kommt noch was. Es ist nah dran. Kommt er schon sagen? Er sagt. Und dann nicht, ich bin nicht, dein Vater ist nicht tot, ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Muss man eigentlich genauer sein? Wollte eventuell. Ich weiß, dass Obi-Wan hat noch kurz erwähnt von dem Gespräch. Ja, ja. Obi-Wan hat nämlich alles erzählt, ich bin dein Vater. Ja, so, läuft von wegen. Er sagt, von wegen. Von wegen. Er sagt, spricht man dann, sagt er nein. Nein, ich bin dein Vater, ist das sie da. Luke, ich bin dein Vater und so. Das war halb richtig. Zieh mal nur die Hälfte ab. Macht euch den Weg frei, wir nehmen die ganzen Fiesen ja. Yeah.
bei den Streitfragen, wenn ihr die falsch habt, kriegt ihr keine Minuspunkte. Jeder, der richtig hat, kriegt entsprechend Punkte. So, Streitfrage, Roleplay Rumble. Viele kennen das Rollenspiel Cthulhu. Aber wie genau schreibt man eigentlich Cthulhu? Ihr könnt euch untereinander im Team beraten, nicht schreibt es auch, wenn ihr die Finallösung davor habt, dann gebt ihr mir die Karte. Also wir müssen uns Cthulhu aufnehmen. Cthulhu für Tag. Ah, okay. Wie schreibt man was? Hast du aber jetzt nicht gemacht, weil ich dann immer falsch schreibe. Zum Glück der ganzen Zeit. Nein, ich wollte eigentlich das Komplette machen. Ich bin da. Yeah, Cthulhu für Tag. Und so weiter. So, ihr habt noch ungefähr 10 Sekunden. Ja. Das hältst du nicht für mich. Los, Rick! Und da gibt es noch keine halbrichtigen, entweder ist es wichtig oder ist es nicht richtig. So, einfach für 5. Ich habe noch die Amröder. Darf ich kurz? 3, 2, 1. Dann kommt bitte mit euren Antworten an. So, wir haben Team Biogurke. Was ist das nach dem C? Ja. Schaut. Das ist die Verantwortung. Schau, wie das hier so ist. Okay. Team Biobook hat leider 2 Fehler. Nicht richtig. Das sieht gut aus. Ich muss selber machen. Die beiden sind verdreht. Ey, und letztes Team. Eure Chance. Ich sag schon, jetzt machen keine Punkte. Zulu fett. Okay, leider keine Punkte, keine, auch kein Minuspunkt. Also Schreibfrage. Schreibt man es denn jetzt? Ja. Man schreibt es. CT HUL. HU für Zulu. Und für Tagen FATAGN. Kannst du gerne auch noch machen, hätte mir aber auch so gereicht. Aber die anderen haben halt Buchstabenlernen gehabt, FTH und so. Jetzt alle minus 500? Nein, ja. Bei den Schreibfragen gibt es keine Minus, weil alle mitmachen müssen. Okay, alle große Alten holen. Aber es gibt einen Guttaktpunkt. Na, da, das ist dann nicht. Komm, ich will abgezogen. Nee, genau. Ja, gut. Was sagt man? Oder Retro Games oder? Machen wir Retro Games. Okay, erstmal Retro Games. 200. Retro Game Royale 200. Dieser Wissenschaftler, der bekannte Wissenschaftler, weist in Command & Conquer Alarm Rot in die Vergangenheit und löscht somit Adolf Hitler aus. Das ist nicht der. Ja, das ist Albert Einstein. Das ist richtig! Albert Einstein! Sehr gut. Okay, weiter. Nächstes Mal. Wir müssen aufkommen. Ja, dann nehmen wir Hobby High 300. Okay, Hobby High ist 300. Also, dran ist ein bisschen älter, dann wird es ja schon ein bisschen schwieriger. Das ist sehr schön, dass du diese Frage kriegst. Ich glaube, für dich könnte die eventuell etwas komplex sein. Oh. Wie heißt der fast schon an Landschlachten erinnernde Mannschaftssport, der Köpfen ausgeführt wird? Jagger! Jagger! Da hat sich wohl jemand verschrieben, mein Assistent oder so. Moderator minus 500. Plus! Hobbyhype 500. Hobbyhype für 500. Okay. Nee, da wollen wir nicht. Okay. Wir haben Angst vor Elektroschocks, weil wir es verkacken. Ja. Welche Farbe liegt auf einem gelösten Standard 3x3 Rubik's Cube gegenüber der orangenen Seite? Das ist gemein.
gegenüber der anderen Seite. Ja, du bist, du kennst alles, du würfelst so, immer so ein bisschen rum und danach kann man ja auch nachher einen Sticker klar drauf, aber sie das sagt nicht. Bei mir gab es dann die noch auf eine Seite. War ein Spaß, alles Sticker. Welche Farben gegenüber der orangenen Seite? Ich habe vielleicht generell, wisst ihr, welche Farben überhaupt drauf sind? Oder mal? Das ist semi. Okay. Kannst du noch mehr? Die Frage ist, ob es jemand aus dem Publikum weiß. Oder weiß es. Auf jeden Fall. Kann ja generell mal reinfragen. Meint jemand es zu wissen, ohne zu antworten? Ich glaube, ja. Meint ihr das zu wissen? Also vielleicht betrifft das eure Entscheidung, ob ihr einen Publikumsjoker nehmen wollt oder nicht. Ah. Geht immer um 500 Punkte, plus oder minus, je nachdem. Oder ihr spart euch den auch für 500 Tag, wo ihr zweifelsweise oder vermisst seid, wenn ihr nehmen will. Immer seid ihr auf jeden Fall auch. Ich kann zu viel.
Ja, wo kann ich das Joke? Ja. Ja, ja, unter der Frage. NCC? NCC, scheiße. 1701. Na, das wäre auch ein Anno gewesen. Minus 3 genannt. Hui. Okay. Ich glaube, Elektroschocks kann man den noch mal lassen. Ja, 5-4. Okay, Narkonauts für 200. Wie hieß das letzte Monats-Themen-Event des Nordpols in diesem Sommer? Summer Jam. Summer Jam ist gebt uns euren Joker. Also ihr sagt, keine Ahnung.
bekommen, wäre einfach nur X-Minus. Ja, wir haben nur noch 500 und 800. Ja, okay. 800 scheint was zu fragen. Das ist jetzt auch so, ob du epischen Achtung hast, halt nicht.
500.000? Ich meine, er kam zurück, aber das war so ein ja, ja, das ist doch alles auf. Dann kam er zurück. Natürlich, wir verstehen uns. Ja, taktisch ist es besser. Ja, wir nehmen die 500er vom okay, 900 für 500. Genau. Ihr dürft bei den 10 näher kommen an mich. Oh, reicht. Ihr habt ja alle unsere schönen T-Shirts gesehen. Ja? Sowohl hier, gibt es auch welche, ne? Hier mit dem Con-Logo und so. Sowohl mit Figuren als auch ohne Figuren. In diesen Würfeln versteckt sich ein Easter Egg. Oh. Was? Nur damit ihr den Brustkugel aus. Ich guck mal, hier ist das Ding. Wir dürfen mal. Könnt gucken, könnt auch bei denen gucken und so. Da ist was eingebaut, da ist ein kleiner Twist drin eingebaut. Darf ich mir vor? Das ist nicht unbedingt so wie es ist. Das ist aber auch gut. Wir müssen wahrscheinlich auch einfach so schön in den Easter Egg. Warum sind wir so, wie sie sind? Schöne Frage. Oh ja. Schöne Frage. So schon toll vorbeigelaufen. Gesehen auf Flyern, Einladungen, auf T-Shirts. So zählt der Wesen. Ich habe also Punkte, ich habe nichts. Ich habe nichts. Das ist natürlich cool. Gesundheit. Quali freut sich. Yeah.
die letzte Frage, die noch ist. Matrix, kennt ihr alle den Film? Ja. Die heißt Neo, im bekannten Film Matrix, mit vollständigen bürgerlichen Namen. Und mir reicht nicht nur der Name. Es gibt auch keine Haltepunkte. Shit. Ach, Mensch. Der heißt jetzt nicht Stormy. Habt ihr einen Joker? Nein, ich. Ich muss dazu sagen, ich habe zwei Vornamen, der erste normale Vorname und der Nachname, das würde mir reichen, aber den hätte ich auf jeden Fall schon gerne. Also nur der Nachname reicht mir definitiv. Das ist die Szene, wo der in dem Raum sitzt, das sagt mir den, aber ich krieg den Namen nicht so cool. So wie MacGyver? Richard D. Manderson? Ich glaube, irgendwas mit Stein, ich glaube, ich bin Gene Anderson oder sowas. Gene oder Tom Anderson, ist das auch ein Name? Gene oder Dean? Ich glaube, nur Gene Anderson, sag ich jetzt mal. Nein. Thomas Anderson. Thomas Anderson hätte mir auch gereicht dafür. Leider. Ja, die Tausend! Ihr könnt damit Sachen was anfangen?